Am Freitag ging es festlich zu in Ottawa. EU und Kanada überschütteten ihr Freihandelsabkommen mit Lob. Doch bis der Vertrag in Kraft tritt, dürfte es noch dauern. Wirtschaft kompakt, willkommen. Eigentlich war ja alles vorbereitet. 5 Jahre lang ist verhandelt worden. Beide Seiten erhoffen sich viele Vorteile. Und trotzdem gab es im letzten Moment großen Widerstand aus Europa, vor allem aus Deutschland, das nun noch einmal nachverhandeln will. Der legendäre Finanzinvestor Bill Gross verlässt nach mehr als 40 Jahren den größten Anleihefonds der Welt, PIMCO. Gross galt als der kreative Kopf bei PIMCO. Über seine Strategie bei der... Das, obwohl die Meinungsverschiedenheiten schon länger bekannt waren und Gross angeblich nur seinem eigenen Rauswurf zuvorkam. Lassalter in New York, Fondsmanager gibt es doch viele. Was macht denn Gross so einzigartig? Seinen neuen Arbeitgeber Janus Capital hat sich die Personalie ja schon jetzt ausgezahlt. Und es gab noch weitere Nachrichten, die die Kurse bewegt haben und in diesem Fall für einen versöhnlichen Wochenschluss am US-Aktienmarkt sorgten. Auch für einen großen Verlierer des Vortages. Der Winter naht und damit wird eine Lösung des Gasstreites zwischen Moskau und Kiew dringlicher. Seit Juni bekommt die Ukraine kein Gas mehr. In Berlin vermittelte nun EU-Energiekommissar Oettinger. Denn auch die Europäische Union hat großes Interesse an einer Annäherung. Die Ukraine ist das wichtigste Transitland für Gas aus Russland. Nun gibt es zumindest Eckpunkte für ein Winterpaket, das die Versorgung Europas und der Ukraine bis zum Frühjahr sichern soll. Die Krise in der Ukraine trübt nun auch die Stimmung der deutschen Verbraucher. Die jüngste Umfrage des Forschungsinstitutes GfK hat ergeben, dass immer mehr Deutsche mit 1869 eröffnete der Suezkanal, eine der wichtigsten Wasserstraßen Afrikas. In den 145 Jahren seit damals sind die Schiffe allerdings deutlich größer und schwerer geworden. Für die ist der Suezkanal mittlerweile zu flach und zu schmal. Er wird nun ausgebaut mit einer zweiten Spur für große Öltanker. 4 Milliarden $ soll das kosten und in Rekordzeit fertig werden. Damit will Ägyptens Präsident al-Sisi mehr Devisen einnehmen und dem eigenen Volk Erfolge liefern. Und das war Wirtschaft kompakt für den Moment.